Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Twixter. Ja, und ich spiele mit dem Perks Spion des Schattens, Uneinigkeit, Ruin und Todgeweiht. Und ich glaube, hier unten habe ich schon mal jemanden mit Objekt der Besessenheit gesehen, oder? Wir kontrollieren mal ganz kurz. Hier ist auch mein leuchtendes Totem. Boah, warum ist das denn so dunkel? Zumindest gerade für mich sehr dunkel. Naja. Okay, ich habe zwei Rounds dabei. Einmal, dass Überlebende von weniger Klingen getroffen werden müssen, um verletzt zu werden. Und außerdem, dass meine anfängliche Wurfrate erhöht ist. Durch. Hier ist jemand. Zack. Mir ist über alle Berge. Er ist... ich dachte, er fällt runter, ne? Dieses Geräusch von seinem... Dieses Schmerzensgeräusch, sein Verletztgeräusch. Dachte ich, dass das sein... Ruin wurde zerstört. Ach Mann, ich hätte auch einfach einen Hit mitgeben können, aber ich dachte, ich kriege jetzt so gut die Messerchen drauf. Okay. Und dass das vielleicht das Schlauste jetzt ist, so auf sie zu gehen. Na, wir oben, danke. Hab ich dich? Und Tap ist auch noch verletzt. Aber hier ist nicht nur Tap, oder? Zack! Jetzt nehme ich die Nia mit. Den Hit auf D wollte ich aber mir doch noch abholen, wenn die da schon repariert. Zack! Hier wird weiter gearbeitet. Tap, Hallöchen. Ja, prall nicht gegen allzu viele Sachen. Die ziehen ihn jetzt gemeinsam durch. Haben sie es geschafft? Ja, ne? Ja, haben sie. Hallo, Tap. Spion des Schattens, ne? Ich wusste, wo er rauskommen würde. Hab ich dich? Ich denke mal, dass Cheryl gleich retten wird. Da kracht es zumindest schon wieder. Wo kracht's? Dort hinten sind zwei Leute. Okay, das heißt, niemand ist gerade bei Nia im Keller. Heißt, ich habe die Sekunde. Zack! Okay. Der Generator leuchtet auch nicht mehr gelb. Die haben sich geheilt! Okay, das heißt, die gehen wirklich jetzt gerade nicht zur Rettung. Ich weiß auch exakt, wo sie sind, zumindest die Richtung. Hallo, Jake? Okay, und du kriegst den Knüppel einmal. Zack. Geht er jetzt retten? Tauscht Jake jetzt? Nein, ne? Okay, Nia ist in der zweiten Hakenphase. Rabe fliegt auf. Cheryl. Boah, Spion des Schattens, ne? Reden wir gerade echt. Zack. Okay, Nia läuft nach, um zu blocken. Hallo? Hab ich dich? So, die hing doch nicht, ne? Das war die Nia, die hing. Ja. Du hingst nicht. Ich denke mal, gleich kommt auch die Rettung auf den Tap. Ja. Aber nicht von Nia hier. So. Okay, dort oben krachen die Raben. Du hängst. Oh, ich laufe hier die halbe Runde lang ohne Messerchen rum, ne? Oh, Leute! Zack! Ihr bereitet mir ein Festmahl. Ich dachte, hier wäre auch noch Nia lang gelaufen. Okay. Nehme ich mit. Ja, wir können jetzt natürlich auch die Palette kaputt machen, Tap weiterjagen, aber... Ich denke, ich nehme jetzt erstmal den Jake mit. Und spiele es vielleicht ein bisschen ruhiger. So, zack. Okay, ich spiele halt jetzt gerade wirklich Killer ohne Kraft. Warum? Ich kann halt aber nur mein Messer so ein bisschen zücken. Hallo Cheryl, um denen so ein bisschen Angst zu machen. Ich bin ehrlich, ich habe die halt alle gerade nicht gesehen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist es gerade im Zimmer zu hell. Ich dachte, ich komme rum. Tap. Tap.
Okay. Mensch, Leute, ich brauche meine Kraft nicht. Okay. Niemand kommt. Du kommst mit. Nia wurde oder hat sich geheilt. Okay, endlich mal bin ich wieder in der Nähe von Schränken. Dort hinten kracht ein Rabe, okay. So, zack. Hengst. Neue Messerchen. Okay, wir dürfen nicht aufhören, Druck zu machen. Wir müssen immer weitermachen. Wir müssen wirklich eine Plage sein. Hier ist auch direkt schon wieder jemand, ne? Nia ist hier. Die ziehen echt schnell die Rettungen durch. Oh, okay. Jake wurde geheilt. Ne, Jake hat geheilt. Und zwar dort hinten. Vielleicht können wir das Ziel wechseln und nach da gehen. Wollt ihr das machen? Okay, ich habe ein bisschen getroffen. Hallo Jake. Ich warte nur darauf, dass ich vielleicht näher dran bin. Zack, ich beende mein Hauptevent. Hat mir geholfen, ich habe Jake verletzt. Hier ging's rein, okay. Zack, zack. Was für eine Runde, ne? Mensch, Jack, ich bin genauso verwirrt wie du. Sehr schön. Gut, du kommst mit. Ich glaube, Todgeweiht erfüllt gerade auch so seinen Zweck, ne? Die sind ständig verletzt. Ich weiß, die heilen sich ständig. Ich weiß dann, wo sie sind. Und dann sind sie auch noch ahnungslos. Und hepp. Bist du tot? Nein. Ich müsste Nia erwischen. Nia ist tot, wenn ich sie erwische, wenn sie hängt. Okay, meine Ruinen haben sie halt schon zerstört. Wie gesagt, ich habe halt auch noch... Ja, ist hier unten jemand? Ja. Wo dort? Tap, hallo? Jetzt musst du werfen. Danke. Zack, zack. Wo lang läufst du? Oh, okay. Ich meine, ich sehe nicht viel, aber das habe ich gesehen. Einmal durch. Hinten krachen jetzt ganz viele Raben, aber... Hallo, Tap. Du bist down. Ich dachte, ich hätte hinter mir auch gerade Schritte gehört. Okay, die anderen heilen sich. Ach, so schön totgeweiht. Jetzt sind sie wieder ahnungslos. Die sind links irgendwo von mir gewesen, ne? Okay, Tap kommt her, dann trete ich dagegen. Ich glaube, Tap ist jetzt tot, ne? Hoffentlich. Ja, endlich. So, zack, zack. Alle anderen sind mittlerweile schon wieder gesund. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, das gibt's doch nicht. Ich höre doch gerade was. Ah, ich habe nur noch 4 Klingen, ne? Reicht das? Nee, jetzt reicht's nicht mehr. Jetzt reicht's nicht mehr. Aber vielleicht kriege ich trotzdem noch den Knüppel drauf. Okay, in dem Fall war jetzt, sag schon, waren meine Messer nur dafür da, den Jake ein bisschen zu verwirren. Dass er vielleicht... Ach, ich hatte schon wieder Ding getriggert. Yep. Bist du diesmal wirklich reingesprungen? Also ich weiß ja, dass er schon vorhin Täuschung getriggert hat. Dass das jetzt auf Abkühlzeit ist, aber... Dass er beim, wenn er beim zweiten Mal reinspringt, dass ich dann... natürlich weiß, dass es diesmal der echte ist, ne? So. Ich hole mir auch direkt neue Klingen. Okay, es leben nur noch 2. So, aber ich muss auch sagen... Das war jetzt gerade, diese Runde war nicht der Trickster. Das war nicht die Kraft des Tricksters, die sie mir gewonnen hat. Oder nicht gewonnen, aber die mich so weit gebracht hat. Ich habe hier jemanden langkriechen sehen. Ich weiß, dass hier jemand war. Aber wo? Hier nach oben weggekrochen? Nee, ne? Boah, ist gerade wirklich zu hell, glaube ich. Also im Raum, das ist
das Spiel hier super dunkel ist, ne? Ich sehe ja nicht. So, okay. Na gut, dann gehe ich mal weiter. Ich weiß, dass sie den Gen... Ja, der Gen ist recht weit. Den wollen sie wahrscheinlich auch fertig machen. Ich sollte aber jetzt trotzdem die anderen Gens abschauen. Es lebt noch Cheryl und Nia, ne? Ich glaube, beide sind tot, wenn ich sie erwische. Daher habe ich da freie Wahl. Okay, war hier jemand? Ich hätte nicht gehört, dass an dem schon gearbeitet wurde. Na gut, ich denke, jetzt werde ich vielleicht dort oben jemanden erwischen. Hoffentlich. Hoffentlich, habe ich gesagt. Mensch, Leute, die verstecken sich die ganze Zeit. Ich trete wieder gegen, ne? Okay, hier ist auch niemand. Was soll ich tun? Ich sehe halt nichts. Ich sehe gar nichts. Niemand da. Nee. Der Generator geht wieder zurück, ne? Na gut, die sind jetzt auch nur noch zu zweit. Die spielen das jetzt irgendwie... Super. Oh, dort oben haben sie sich geheilt. Dort oben waren also beide. Mal sehen, ob wir sie vielleicht überraschen können. Das glaube ich nicht. Die kriecht hier am Rand der Map lang. Die kriechen beide hier am Rand der Map lang. Und ich suche euch. Komm her, Nia. Ich kann, sollte gerade nicht mein Hauptevent triggern. Oh, ihr seid beide hier. Okay, na gut, ja, dann gebe ich den Knüppel, ne? Und dort hinten kracht hier ein Rabe. Haben die einen Schlüssel oder was stimmt nicht? Warum seid ihr jetzt so vorsichtig, so stealthy die ganze Zeit? Wahrscheinlich haben die einen Schlüssel. Zack, tot. Wo ist die Falltür? Dort kracht wieder ein Rabe. Hat der Rabe... Okay. Ja. Wunderbar. Okay, sie läuft rum. Sie weiß anscheinend auch nicht, wo die Falltür ist, ne? Okay, meine Liebe. Oh, macht die nochmal Distanz gut, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ich höre sie. Zu... Du hast garantiert einen Schlüssel. Garantiert hat den Schlüssel. Oder so wie die zur Falltür hingelaufen ist. Ich habe Angst. Puh, hatten die vielleicht... Hatte die, ich muss am Ende schauen, ob die... Vielleicht hatte die einen? Ich weiß es nicht. Hatte die einen Schlüssel? Ich glaub's schon... Weiß ich nicht. Irgendwie vielleicht doch. Weil ich meine... Warum läuft man sonst so dann wieder in mir in die Arme und zur Falltür hin, ne? Sehe ich das hier vielleicht? Nee, das ist alles viel zu dunkel und zu grasig. Wobei, ich habe ein Geräusch gehört. Vielleicht hatte sie wirklich einen Schlüssel und den gerade verloren. Ich bin gespannt. Hatte sie einen schon von Anfang an mit? Okay, wir haben Pip gemacht. Super. Nee, hatte sie nicht. Selbstschutz. Okay, nee, ich sehe auch keinen Plünderer-Spürsinn. Na, vielleicht hatte sie zwei Keys. Two Keys. I was lucky. Dann hatte ich echt Glück, dass sie die Falte nicht gefunden hatten. Na gut, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.